Anthroposophie, so Rudolf Steiner, soll das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen. Wie für die romantische Naturphilosophie, so wirkt Geistiges für Steiner nicht nur in unserem Gehirn, sondern auch bereits in den Elementen der Natur. In den Wäldern Niederösterreichs macht er als Kind erste Erfahrungen mit dem, was er später die übersinnliche Welt nennen wird. Von jenem Augenblick an fing ein Leben in der Seele an, welchem sich durchaus diejenigen Welten offenbarten, aus denen nicht nur die äußeren Bäume, die äußeren Berge zu der Seele des Menschen sprechen, sondern auch jene Welten, die hinter diesen sind. Und der Knabe lebte etwa von jenem Zeitpunkt ab mit den Geistern der Natur, die ja in einer solchen Gegend ganz besonders zu beobachten sind, mit den schaffenden Wesenheiten hinter den Dingen. Während seiner Arbeit am Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar kann Steiner diese Weltsicht vertiefen. Mit Goethe entdeckt er hinter allen Verwandlungen der Natur ein einheitliches Gesetz. Die von geistigen Kräften geleitete Metamorphose, die sich nicht nur durch unsere Sinnesorgane, sondern vor allem über das Denken erschließt. Goethe sucht im Geiste nachzubilden, was die Natur bei der Bildung ihrer Wesen vorsieht. Alle sinnlichen Qualitäten erscheinen als Folge einer über den sinnlichen Vorgängen schwebenden höheren Einheit. Diese Metamorphose findet laut Steiner nicht nur im Wachstum einer Pflanze statt, sondern auch im Werden des Universums und in der Entwicklung unserer Seele, die über den Tod hinausgeht. Für die Anthroposophie ist unsere materielle Welt von unsichtbaren Geisteskräften durchdrungen, die den Formenreichtum des Sinnlichen überhaupt erst ermöglichen. Diese Kräfte können nicht nur durch quantifizierende Wissenschaft erfasst werden, sondern nur durch den ganzen Menschen. Rationale, künstlerische und praktische Fähigkeiten müssen zusammenwirken, um die Welt als Ganzes zu verstehen und sich als Teil einer lebendigen Erde zu begreifen. Das führt nicht nur zu neuen anthroposophischen Konzepten einer Pädagogik, sondern auch zu einer neuen Auffassung von Landwirtschaft und Medizin. Mut hinaus, ankommen. Und Krankheit ist auch ein seelisch-geistiges Geschehen, in dem sich Schicksalskräfte offenbaren und kann nicht nur durch eine technische Apparatemedizin behoben werden. Die Erde ist für die Anthroposophen nicht nur toter Stoff, sondern ein beseelter Organismus, der gemäß seinen eigenen Gesetzen behandelt werden muss. Daher nehmen anthroposophische Medizin und Landwirtschaft Rücksicht auf die Selbstheilungskräfte von Mensch und Natur, die mit speziell entwickelten Mitteln stimuliert werden. Rudolf Steiners Ideen hierzu können auch als Vorläufer der modernen Ökologiebewegung angesehen werden. Der Film Abenteuer Anthroposophie stellt auch kritische Fragen an Rudolf Steiner, vor allem was dessen diskriminierende Beurteilungen außereuropäischer Kulturen angeht. Warum spricht jemand, der eine Philosophie des Individuums propagiert, dennoch vom zu starken Triebleben der Neger oder vom angeblichen Aussterben der Indianer? In meiner Perspektive kann man mit Steiners Rassentheorie nur so umgehen, dass man sie historisch kontextualisiert. Das bedeutet, man stellt sie in eine Kultur, in der viele so gedacht haben. Und dann kann man natürlich auch sagen, das war zeitgebunden, das gilt für uns heute nicht mehr, das war ein Irrtum. Anthroposophen tun sich damit aber extrem schwer, weil das immer mit dieser Einsicht in höhere Welten verknüpft ist. Und wenn diese höhere Einsicht in der Rassentheorie fällt, stellt sich die Frage, welche anderen Bereiche fallen dann eigentlich auch noch weg? Ich glaube, das ist emotional ein schwieriger Punkt, den Anthroposophen auch entscheiden müssen, wie sie damit umgehen wollen. Aber aus meiner Perspektive führt an dieser historischen Kontextualisierung
kein Weg vorbei. Und wenn man sagen würde, das war ein Irrtum, würde ein großer Ballast von der anthroposophischen Gesellschaft abfallen. Doch die Anthroposophie stellt letzten Endes das Individuum höher als die Zugehörigkeit zu einem Volk oder einer Nation. Das zeigen vor allem die vielen Waldorfpädagogischen Aktivitäten weltweit. Längst gibt es Waldorfschulen und Kindergärten in über 70 Ländern der Erde, wo Steiners Ideen immer im Zusammenklang mit der jeweiligen Kultur verwirklicht werden. Anthroposophie heute ist in der ganzen Welt tätig und geht kreative neue Wege, die sich nicht mehr nur dogmatisch an die Angaben ihres Gründers halten. Steiners Faszination besteht heute daraus, ein Ausstrahlungsphänomen zu sein, das viele Menschen zu ganz neuen und eigenen Tätigkeiten und Problemlösungen motiviert.